Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gecko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow! Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker! Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier es mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Hallo zusammen. Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen, oder, Mechaniker? Baby Truck, warte! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt! Keine Sorge, Mama Truck, wir finden sie! Schnell, Mechaniker, wir müssen Baby Truck finden! Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko.
Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella, das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups, wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen, heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Langsam! Das sind Heliumballons, deshalb steigen sie hoch. Alles ist bereit. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Vorsicht, Fiona! Fahr nicht auf den nassen Sand! Schnell! Die Flut kommt! Irgendwie kriegen wir dich raus, Fiona. Ach ja, wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Ballons, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh, oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es! Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker! Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hurra! Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig. Also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Chuck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Chuck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt.
Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht ran. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow. Sieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig. Und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh, du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Blitzsauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Geckos Werkstatt. Willkommen zum großen Rennen, bei dem ich, Wilbur T. Wiesel, beweisen werde, dass ich der schnellste Mechaniker der Stadt bin. In meinem Turbo-Motor-Monster-Truck. Alles gut, Tilly. Wir brauchen keinen Turbomotor, um zu gewinnen. Du hast mich noch nie enttäuscht. Okay, Gecko. Das Rennen beginnt, wenn die Ampel grün ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, Tilly, Abschleppwagen. Ich freue mich schon auf die glänzende Siegermedaille. Die wird zu meiner glänzenden Uhr passen. Sehr gut, Tilly. Schön gleichmäßig. Aktiviere den Turbomotor. Keine Zeit. Wir eilen zu Hilfe. Oh, wir sinken. Oh, Hilfe. Keine Sorge, Herr Wiesel. Wir holen euch da ganz schnell raus. Oh.
Ich schätze, ihr habt offen und ehrlich gewonnen. Aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Oh. Seid auch beim nächsten Mal wieder in Geckos Werkstatt dabei. Bis bald. Du bist ja schon früh hier, Erik. Mechaniker, Erik ist wegen seiner Reparatur hier. Kommt schon, ihr Schlafmützen. Ihr müsstet doch voller Energie sein, nachdem ihr die ganze Nacht geladen habt. Lasst uns Erik reparieren, damit er weiter kann. Nicht, was heute mit ihnen los ist. Hä? Wow, du hast recht, Erik. Das Ladegerät war heute Nacht nicht angeschlossen. Kein Wunder, dass sie so schlapp sind. Kommt her, ihr müden Mechaniker. Zeit, euch aufzuladen. Oh, Schachmatt. Yay. Okay, Mechaniker. Jetzt seid ihr alle aufgeladen. Also packen wir es an. Hihi, fertig, Erik. Wir sehen uns bald wieder hier in Geckos Werkstatt. Wir sollten das Schild mal wieder streichen, Mechaniker. Blaui, holst du bitte die grüne Farbe und nimmst Gelbi mit aufs Dach, um zu helfen? Oh je. Fiona hat sich an der Stoßstange gestoßen. Komm rein, dann kümmern wir uns drum. Grüni, holst du bitte den extra starken Kleber? Kleber sollte nicht grün sein. Blaui und Gelbi haben bestimmt den Kleber. Schnell, Rodi, geh aufs Dach. Oh, armer Rodi. Wir müssen irgendwie anders aufs Dach kommen. Oh je. Was für eine klebrige Angelegenheit. Wir müssen euch befreien, bevor der Kleber ganz fest wird. Fiona, können wir uns bitte deinen Schlauch leihen? Keine Sorge, Mechaniker. Ihr seid gleich wieder frei. Gut gemacht, ihr alle. Jetzt sehen Fiona und ich beide wie neu aus. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck, die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggeniest.
keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker. Igitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn. Vorsicht, Gelbi! Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht, aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal! An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubwedel. Aha! Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald!